Und damit, liebe Freunde, moin moin, servus, grüß Gott, grüßt euch oder einfach nur hallo, hallo, hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, auf unserem Kanal, der Glorious Schwabe hier, Glorious Gaming, bleibt aktiv, ich gebe mir Mühe. Und heute gibt es ein weiteres ganz, ganz kleines Summoning-Video zum Anniversary von Dokkan Battle. Ja, ja, ich habe gerade sehr, sehr Motivation, was Dokkan betrifft. Was aber auch daran liegt, dass Legends gerade am Ende auch nicht gibt, aber egal, ich bin nicht Legends Rest schon. Ich spiele beides noch, keine Sorge. Und vorweg, Reveals and Stuff werde ich heute leider nicht gucken können, ich bin arbeiten. Aber es wird kein Ultra Vegito, weil sonst löse ich Legends, sage ich gleich. Nichtsdestotrotz, das ist ein aufgenommenes Video von gestern Abend, ich werde jetzt so ein bisschen drüber kommentieren. Wir gehen in die God Boys rein, Road to Rainbow. Hoffentlich. Und ja, bin gestern im Bett gelegen, habe ein bisschen ECA und so gemacht, habe mich ein bisschen ja, mit Dokkan einfach beschäftigt, habe mein Team aufgebaut und ja, zwei Multis zusammenbekommen und was soll ich sagen, guckt sie euch an. Ja, also Dokkan ist gerade so ein bisschen, ja, ich spiele es gerade viel, ich sammle gerade viel, die Godboys haben es ja unfassbar angetan, Trunks und Goten im ersten Multi von zwei war halt natürlich schon absolut feier, ne? Ja, Dokkan, also wie gesagt, die Godboys haben es mir richtig angetan. Ich fühle die Animation anders heftig. Ich habe schon beim Summoning-Video gesagt, also beim Haupt-Summoning-Video, Double Screen Break nach oben drauf, da habe ich ganz, ganz große Hoffnung, dass das was Feines wird. Und, ich meine, das Foreshadowing ist da, ne? Und dann ist es halt nur ein Super Saiyan 2 Dokkan Festival Goku. Aber okay, annehmen, ne? Ich glaube, mit so einem Anfänger-Account wie meinem, also ich nenne es meinen Anfänger-Account, auch wenn der Account schon zwei Jahre alt ist, aber ich nie wirklich aktiv gespielt habe, nimmt man solche Units mit, soweit ich auch weiß, bekommen die beiden eh bald ein ECA, aber da dürft ihr mich gerne korrigieren. Ich habe Spaß an meiner. Oh, Fake Out. Okay, war dann doch mal, also ja, machen wir einfach weiter. Gerade sehr, sehr viel Spaß an dem Anniversary und für mich gibt es halt gerade auch so super viel zu farmen, deswegen ist das halt super lecker. Und übrigens wollte ich auch einfach mal meine Aufnahmefunktion vom Handy testen und sieht absolut clean und gut aus. Und ja, zweiten Multi noch hinterher, ne? Für den Free Multi hat es nicht mehr gereicht. Und dann bis zum Beerus. Und dann dachte ich mir, habe ich glaube ich so noch nie gesehen. Und was bedeutet die Kombination eigentlich? Ist das wie Trunks und Goten? Oder ist das ein garantiertes Wrist Rewind? Und was soll ich sagen? Es ist ein Mystery Ride, Freunde. Ich habe geschmunzelt 3 Uhr nachts im Bett, wie ein Honigkuchenpferd, ne? Und dann sind sie auch noch zu BB. Ihr wisst, die BB-Liebe ist ganz, ganz groß. Aber ihr könnt doch mal sagen, wie findet ihr bisher das Anniversary? Wie findet ihr die zwei Units? Und habt ihr sie mittlerweile gezogen? Wie ist euer Stand nach zwischen dem ersten Video und jetzt dem zweiten Video? Wie gesagt, ist noch ein ganz, ganz kleines. Und ich habe so geguckt und gebetet und so, komm, zeig sie mir. Bring sie mir. Ich weiß übrigens nicht mal, ob Wrist Rewind garantiert, dass du die neue Unit kriegst. Aber, here we fucking go. Zweite Kopie der God Boys. Fucking insane. Fucking insane. Ich liebe die beiden so. Ich habe dann auch erstmal kurz Luft holen müssen, wenn dann so ein bisschen, ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das... Ich weiß nicht, Newbie-Luck nennen, aber halt das Casual-Spieler-Luck. Aber ich nehm's an. Ist mir scheißegal. Es ist jetzt die zweite Kopie, also sprich insgesamt dreimal gezogen jetzt. Übrigens, den habe ich auch dann dankend angenommen, weil der hat mir doch komplett gefehlt. Deswegen, geiler Multi. Absolut geiler Multi, ne? Und das einfach mal nachts um drei so nicht schlafen können, so, ja komm. Fuck off, jetzt hast du gefarmt, jetzt farmst du noch kurz die restlichen Stones so zu Ende, dass du noch den zweiten Multi machen kannst und ja, habe ich gemacht. Hab mir dann auch noch die Tickets gewonnen und dann war so die Frage, ja, ja, komm, wenn Osarus uns der eins beigebracht hat, dann komm. Haben wir noch die Einzelmultis rausgehaut und die nutze ich jetzt einfach, um mit euch zu quatschen. Was wünscht ihr euch? In Zukunft, ne? Ich will jetzt nicht über Dragon Ball Spiele an sich reden. Ich weiß, was ihr euch bei Legends wünscht. Ich weiß, dass ihr euch Xenoverse 2 wünscht. Wir reden jetzt einfach mal über Dokkan. Ne? Was wünscht ihr euch für Dokkan? Dokkan ist jetzt 7 Jahre alt.
was soll da noch kommen? Ne? Unit-technisch ist, glaube ich, eh ganz schwer. Ne? Also da hat Dokkan ja, glaube ich, schon alles rausgebuttert, was man rausbuttern kann. So. Aber was ich halt zum Beispiel viel her, ein Skip-Button wäre ganz schön. Ein Pity-System wäre ganz schön. Ein Pity-System, also Grüße gehen raus an Finky. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Video anguckst, my boy, aber wenn ich jemanden auf der Welt ein Pity-System gegönnt hätte, dann dir, dass du jetzt wenigstens schon die dritte Kopie von den Super Saiyan 4 hättest. Aber ja, es gibt halt nun mal ganz, ne? Dieses treue System mit den Coins finde ich ganz cool. Ich werde mir in einem halben Jahr, auch wenn es jetzt nicht klappen sollte mit den restlichen Multis, die ich hier reinballer, zwei Kopien von den God Boys holen. Bis dahin habe ich locker, also ich habe jetzt schon 900 von den Red Coins. Ne? Das ist so mein Ziel. Aber was wünscht ihr euch noch, um Dokkan vielleicht noch besser zu machen? Ich habe halt so ein bisschen jetzt die Angst, das wollte ich eigentlich jetzt nicht öffentlich machen, sondern so ein bisschen im Discord, aber vielleicht kann auch jemand hier auf YouTube mir da die Angst ein bisschen nehmen. Ich habe jetzt viel zu tun, ne? Ich baue jetzt so mein Team, ich level die Chars hoch, ECA und so weiter. Was ich mich halt dann aber frage, wie sieht es denn eigentlich mit Long-Term-Content jetzt bei Dokkan aus? Was ist, wenn ich das alles fertig habe? Was kann ich dann noch machen, um das Spiel richtig zu grinden? Bei Legends hast du PvP. Lassen wir das einfach mal so stehen, ob es gut oder schlecht ist, ne? Du hast bei Legends PvP und, ja, die Raids und den hier, sag schon, den Koop-Modus und den ganzen Rotz da, hier, spielt zwar keiner, aber was du immer machen kannst, aber was kannst du bei Dokkan machen, ne? Und da habe ich halt so ein bisschen Angst. Momentan alles geil, fühle ich voll, spiel so viel Dokkan wie noch nie. Aber habe halt ein bisschen Angst, dass mir das irgendwann flöten geht. Das war das letzte Ticket. Und in diesem Sinne sage ich einfach ganz entspannt, während ich hier nochmal meine Godboys präsentiere. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir gerne, wie es bei euch läuft. Vielleicht werde ich meine restlichen Impulse auch einfach weiterhin alle aufnehmen, um nochmal so ein Video zu machen. Und bis dahin, viel Spaß, liken, abonnieren und ade, es war wunderschön. Das ist jetzt die Wiederholung und ciao.